Jo, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu den Viehchroniken. Wir erfahren endlich, wo das Vieh herkommt. Ja, sie scheinen Außerirdische zu sein. Nicht ganz unerwartet. Okay. Nimm die Alarmleuchte. Sitzt fest. Ja. Ja, ziemlich kaputt. Mit Herz schneller, ohne länger. Warte nur. Also mit dem Förderband können wir es tun und rausgehen können wir auch. Mal sehen, ob wir uns die Leuchtkugel einfach nehmen dürfen. Verschwinde! Kannst du nicht jemand anderen stören? Nein, Erzmagier. Das heißt, hallo! Komm wieder, wenn du die Sprache beherrschst! Interessantes Türmuster. Ja, Klebeband nimm mit. Erstmal alles einsammeln. Das können wir immer wieder machen. Mysteriös. Ja, Farbe einfach so in die Hand nehmen ist immer schwer. Sonst nichts drin, okay. Das geht nicht, Antenne geht nicht, Tesa geht nicht. Und warum auch immer wir das jetzt machen konnten. Warum können wir die Kiste noch durchsuchen?
Naja, gehen wir mal weiter. Hallo, Ratter. Schöne. Birke. Mams, Fatz. Hilfe. Hallo, Ratter. Schöne. Birke. Mams, Fatz. Hallo, Ratter. Achso, das hatten wir schon. Ich dachte, das wäre hier noch irgendwas anderes zum Interagieren. Mams, Fatz. Ein bisschen Pinguin aus Madagaskar. Nein, 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 das ist nichts für liebe Tierchen. Das ist böses Menschenzeug und ich brauche es für meinen Protest. Hm? Keine Angst, die Kiste ist biologisch abbaubar. Sie kann dir nichts tun. Okay. Oh, hallo, mein kleines Kerlchen. Du musst dich nicht mehr fürchten. Petra ist hier und sie liebt alle Tiere. Auch die hässlichen. Ach so, längeres Leben für Eintagsfliegen soll das heißen. Na, mein kleiner Freund, willst du mit mir die Pinguine beobachten? Wenn ihr Tiere doch nur für euch selber sprechen könntet, dann müssten ich und meine Mitstreiter das nicht tun. Tiere führen keine Kriege, sie lügen nicht und sie würden sich niemals über jemanden lustig machen, nur weil sie gerne Pullover strickt. Oh, du hast recht. Wir Menschen sind immer so laut. Lass uns der Stille der Natur lauschen. Ja. Du Ladung, okay. Die Pinguine machen immer noch einen auf Madagaskar. Dann gehen wir zur Jedi-Höhle. Was soll diese Klingel? Ich meine, will er sich damit selbst klingeln oder andere Tiere verscheuchen, die hier drin sind oder so? Es ist ein bisschen erstaunlich, dass die Lupen nie verschwinden hier. Okay.
Ah, jetzt ist die Lupe weg. Luftballon. Strumpf. Milkshake. Milkshake. Okay, ist weiter untersuchbar. Aber da ist auch Klebeband an der Lampe, an der Antenne. Alle denken an ein Laserschwert. Kopf des Kürbis untersuchen. Mhm. Gefängnis. Kommt da nicht an. Ja, gut, das müssen wir ja so lassen. Im Prinzip wissen wir ja, dass später die Sachen noch da sein werden. Ziehen wir nochmal an der Schnur und gehen. Was ist mit dem Generator? Da können wir doch sicher irgendwas noch mitmachen. Das heißt, um das loszubekommen, müssen wir erstmal drin das Kabel abmachen. Drin den Strom ausmachen. Wie sieht das aus? Wie lange brauchst du noch? Nicht lange. Beeile dich, mein Schatz. Der Hexenmeister kann jeden Augenblick eintreffen. Und sobald wir das Herz haben, will ich keine Minute länger hierbleiben als nötig. Waffe fertig? Ich werde jemandem wie Munkus keine Waffe geben. Er erhält ein anderes Gerät von mir. Das ist schon schlimm genug. Weiter, weiter! Das Zeitfenster schließt sich und du weißt, was das bedeutet. Munkus. Der Name sagt uns wenigstens was. Nun, was gibt es? Ich habe zu tun. Ich habe es dir 1000-mal gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Meine Tochter ist außerhalb deiner Reichweite und wird es immer sein.
Sie hat etwas Besseres verdient als dich. Wärst du klüger, würdest du das einsehen. Weg mit dir! Dann nimm die Kugel. Ich weiß, dass Layla die Kugel gerne wiederhaben will. Aber Strafe muss sein. Ich gebe sie ihr zurück, sobald der Hexer da war. Und du hältst dich aus den Angelegenheiten zwischen mir und meiner Tochter heraus. Ist das klar? Verschwinde! Kannst du nicht jemand anderen stören? Ich störe halt den da. Besser festhalten. Nächstes Mal. Togum. Nicht schlimm. War auch schon verliebt. Natürlich nicht. Muss arbeiten. Brauchst nicht helfen. Das war ja hilfreich. Du brauchst ein Werkzeug. Das sollte jetzt auf jeden Fall einen Stromkreis unterbrochen haben. Förderschutt, blablabla. Ja, aber besser Schnee als Sand. Sand macht Getriebe kaputt. Sand Feind von Maschinen. Sand böse. Babalu. Mal sehen, was er noch so sagt. Hallo. Nein, fast fertig. Psst, muss mich konzentrieren. Bulladulaha. Bulladulaha. Ja, wir sind beim Loop angekommen. Das ist schade. Aber dann haben wir eine Alarmleuchte, die wir jetzt überall ansetzen können oder versuchen. Okay, steht noch unter Strom. Man sieht voll nicht, ob die Lampen an oder aus sind. Ich meine, klar, als Lichtquelle würden sie herhalten, allerdings. Ja. Was soll das jetzt? Warum habe ich das gemacht? Angry Bird. Es gab den Erfolg Angry Bird. Ärgere dreimal den Pinguin. Okay. Also irgendwas ist jetzt mit der Kiste. Und dem Generator.
Ich habe halt echt keine Ahnung, was ich machen soll. Ich werde mal zur nächsten Folge suchen. Und soweit. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.